habe die Ehre. Ich bin's, der Bürger. Und wie versprochen, ist heute der erste Vollbier-Squad-Stammtisch wieder. Wie versprochen, letzte Woche in dem Video habe ich euch darum gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen und um für mich hauptsächlich mal die drei wichtigsten Fragen, die irgendwie gefühlt alle 5 Minuten im Livestream und unter jedem Video gestellt werden, zu beantworten. Ich habe mir da einmal ein paar so Kommentare von euch ausgezogen, die man so gesehen als Frage definieren kann. Ja, mir gibt es eigentlich schon gar nichts zum Sagen, da schon fangen wir an. Nehmen wir erstmal eine bequeme Sitzposition ein. Ich hoffe, vielleicht habt ihr es gemerkt, heute schaut der Hintergrund ein bisschen anders aus. Das ist mein Stammtisch-Eck bei mir daheim. Habe ich mir gedacht, das passt ganz gut zum Stammtisch-Mir. Verstehst mich? Ich würde sagen, fangen wir einfach einmal mit der ersten Frage an. Der Brandwolfi schreibt, wo kommst du her? Ich komm aus Landau. An der Isar. Aus Niederbayern. Landau an der Isar in der Regel, außer man kommt nicht von dem Geil, wo es keine alte Sau, wo scheiß Landau an der Isar ist. Landau an der Isar ist nicht recht weit weg von Straubing, ich sag einmal so 20, 25 Minuten. Oder, also wenn man Straubing nicht kennt, dann hast du da eigentlich eh schon nichts verloren. Ansonsten, was man vielleicht noch kennen kann, ist Dingelfing, das ist so gute 10 Minuten, Viertelstunde weg, da ist ein riesen drum BMW-Werk und irgendwo da dazwischen, da ist Landau. Und ich hoffe, hiermit ist diese Frage beantwortet und in Zukunft werde ich jeden Einzelnen darauf hinweisen, schaut euch vielleicht das verdammte Video und fragt mich 180 Mal dasselbe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gehen wir weiter zum nächsten. Was schauen wir? Der Andreas Schwarz schreibt, bist du Weizen-Fan oder eher aufs Bier fixiert? Um mal mit dieser Frage direkt zu beantworten, ich trinke nicht so oft ein Weizen wie ein Bier. Ja, Weizen heißt für mich sowieso erst einmal Weißbier. Das ist einmal die erste aller Regeln. Nix Weizen, sondern ein Weißbier. Die zweite Frage, die ich damit ebenfalls ähnlich wie wo kommst du her, alle 4 Sekunden irgendwie im Livestream unter jedem Video gefragt wird, ist, was ist dein verdammtes Lieblingsbier? Habe ich mir gedacht, diese Frage verbinde ich da damit gleich. Mein Lieblingsbier besteht aus einem sauberen Gustl, einem Moser Liesl und das ist eher regional. Da weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein, wo es genauso herkommt. Ich glaube, aus Landshut, das ist ein Hüttmann Hells. Damit wäre diese Frage auch geklärt und ebenfalls wie bei der ersten, wo kommst du her, werde ich in Zukunft nur noch auf dieses Video hinweisen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen wir zum nächsten, schauen wir, was da los ist. Der MXFI oder L, man weiß nicht so genau. Wann kaufst du einen Landi? Ein Landi, für die, die nicht wissen, was der Landi ist, ich habe es nämlich zuerst auch nicht gewusst, ist der Landwirtschaftssimulator 2017. Da kann ich eigentlich nicht recht viel dazu sagen, ich zock ziemlich gerne, aber da glaube ich, kann man später noch fragen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich bin nicht sicher, ob mir das so lange belustigt, dass mir die ganze Geschichte 35 Euro wert ist. Deswegen muss ich da vielleicht noch ein bisschen überlegen. Schauen wir mal. Wenn der Schrei danach größer werden sollte, dann komme ich natürlich mehrere ums Überlegen. Das ist eh klar. Schauen wir mal. Dann sehen wir es schon. Der Road to Feldwebel schreibt. Birgelix, wann warst du das erste Mal am Volksfest? Erste Eindrücke, Schlägereien, ohne abgeschleckt und im besten Fall nicht im Wald flachgelegt und dort Knie aufgerümmt. Du wirst dich fragen, warum so detailliert, aber ich habe meine Gründe. Du hast deine Gründe, das sagt mir schon mal so viel, du hast jeden einzelnen Punkt selber erlebt und hättest jetzt gern meine Sicht der Dinge. Okay, wann warst du das erste Mal am Volksfest? Holy shit, das ist jetzt natürlich die Frage als Kind mit meinen Eltern, das ist aber eh klar, aber da kann ich mich nicht mehr konkret daran erinnern, wann das erste Mal war. Hab's aber damals schon geil gefunden, aber auf eine andere Art. An was mich noch so geil erinnert, so es hat irgendwann so den Spalt gegeben, da bist, weiß ich nicht, zwischen 5 Jahr alt sei und so 12, 13, 14, die pubertäre Phase, sagen wir einfach mal. Vorher hast du die Kohle ausgepflanzt für Zuckerscheiß fressen, Zuckerwatte und was weiß ich, was alles und vor allem für Fahrgeschäfte. Der Breakdance und das Hupferl und was weiß ich, was alles für ein Scheiß und Autoscooter und du hast nicht fähig nur umeinander fahren können. Und der Dienstag, zumindest bei uns in Landau im Volksfest, war der Kindernachmittag, da war alles billiger, da war alles, da ist nur ums Fahren gegangen und so weiter. So, irgendwann kommt aber das eine Jahr, wo du quasi bevor die Volksfest da angegangen, das erste Mal ans Bio nicht schmeckst. Und dann trennt sich natürlich, wer hat da Bock drauf, wer hat da keinen Bock drauf und dann wird plötzlich die Mami erst einmal eine Zeit lang angeschnallt um Kohle für Fahrgeschäfte, aber dann der 2-3 Jahre ältere Freund, der schon 15, 16 ist und schon ein Bier kriegt, darum gebeten, dass er da quasi eine Maß kauft und du die erste Masse und dann im Arsch bist. Weil wer mit 14 oder 13 oder 12 wohl noch mehr wie eine Masse kauft, Respekt, dann hast du entweder 120 Kilo oder weißt du, der Diving. Von daher haben die ersten Eindrücke, das ist ein bisschen schwierig. Ich komme ja das erste Mal an richtig saufen im Volksfest, das weiß ich auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Erste Eindrücke natürlich, im Volksfest war damals schon geil. Du bist als ganz Kind schon angefühlt, gibt es noch irgendwas Geiles, du rennst da durch und alles ist bunt und alles schreit umeinander und laufe und greife und weißt du, Schlägereien. Für Schlägereien bin ich
mental nicht geschaffen. Da bin ich ziemlich Pussy, muss ich sagen. Da lege ich aber überhaupt keinen Wert drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer sich durch Schlägereien profiliert, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Thema für mich. Natürlich habe ich Schlägereien mitgekriegt, ja, da brauche ich nicht drum rumschmatzen. Aber ich muss, um ganz ehrlich zu sein, auch wenn man es vielleicht nicht glaubt, aktiv in einer verwickelt, war ich noch nie. Noch nicht 61 Mal in einem Volksfest. Nicht, dass ich wüsste. Ohne abgeschleppt. Also ohne abgeschleppt, ja. Kann schon mal passiert sein. Ja, auch für mich bleibt. Das ist quasi der Beweis dafür, dass egal wann und egal wie du ausschaust und egal wie du benannt bist, es bleibt immer eine Rotzen voll am Schluss übrig und in dem Zustand ist dir dann auch wurscht. So, nächster Mann, der Oxy, Oxys Channel. Wo gibt's ein Gas für 4,50 Euro? Was ist ein Gas? Der Stefan schreibt: Hey Birger, eine Frage, ein Knieherzwitz hast du nicht da? Nein? Was soll denn der Song drauf? Was habe ich mir eigentlich gedacht, wie ich die Frage ausgesucht habe? Ich weiß nicht. Nächste. Road to Feldwebelbühne. Wann hast du das erste Mal Bier gesucht? Der Weißbierschaum vom Papa geht nicht. Auch wenn ich Gasmaß, die Leute, die wissen, warum mit Gasmaß absage, Stößt mich. Das weiß ich darum, weil ich meinen ersten Rausch tatsächlich noch 3 Gas halbe gehabt habe. Und da war ich 11. Und das war so gut wie das erste Mal, wo wir richtig Bier gesucht haben. Also wo wir halt auch vorgehabt haben, Bier zum Saufen. Nicht, wie du schon sagst, ein Schaum vom Papa, der zählt ja nicht. Nächster, da bist du Elton 142. Wann gibt's wieder mal Musik? Oh, schwieriges Thema. Für die ganzen Neuer, die mich höchster Wahrscheinlichkeit durch How-To's und bisschen an anderen Blödsinn abonnieren, die haben das vielleicht gar nicht so mitgekriegt, dass in meinem Kennel, ich bin ein vollkommener Vollmongo, was redest du denn für einen Scheißdreck, Alter? Die haben vielleicht nicht mitgekriegt, dass ich auch mal ziemlich viel Musik gemacht habe. Und ich finde sie übrigens auch irgendwo da in den tiefen Weiten des Kanals. Ich glaube sogar auf der Kanalseite ganz unten irgendwo, wenn es interessiert, dann kannst du gerne mal reinschauen. Das ist aber ein sehr schwieriges Thema. Ich habe da schon 1, 2, 3, 4, 5 Ideen und auch immer wieder angefangen und Dings, aber irgendwie kriege ich momentan nichts fertig. Leute sagen, ich habe ein Bierproblem. Ich sage, ich habe keins. Ich presse 99 Bierle und du kannst bald nicht uns. Leute sagen, ich habe ein Bierproblem, ich sage, ich hab keins, ich trinke 99 Bierle und du kannst bald nicht ohne. Das liegt ein bisschen an musikalischer Unlust. Kann man Unlust sagen? Ich glaube schon. Ideenblockade aber eigentlich auch gar nicht, weil Themen wissen nur, wo man was draus machen kann, aber es fällt mir so ein bisschen an Beats und Musi und der richtige Moment irgendwie. Deswegen wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Momentan bin ich echt hart beschäftigt mit Video hier, Video da und alles, was da sonst noch so dazugehört. Deswegen wird das vermutlich noch ein bisschen dauern. I'm sorry. Der Leo Köhler, hörst du Musik auf CD, auf Vinyl Records oder Digital wie Spotify? Kassetten glaube ich mal eher nicht. Da ist die Frage, für wie alt hältst du nämlich? Für 46? Ich weiß nicht, oder für 50. Also jetzt darfst du aber aufhören. Also selbstverständlich, mittlerweile im digitalen Zeitalter angekommen, die meiste Zeit tatsächlich über Spotify. Die Freundin hat einen Spotify-Account, sonst hätte ich auch keinen wahrscheinlich, dann würde ich über YouTube hören oder eben über die guten alten CDs. Der Paul Weidinger schreibt: Servus Christi, habe ich dir was arbeitest du? Oh ja, wie ebenfalls oft gefragt, versuchst du kurz einmal, wenn möglich, sonst dauert das Video 3 Stunden. Im Grunde bin ich gelernter Mediengestalter. Damals hat es so, waren die Lehrgänge noch relativ unterentwickelt. War so ein Lehrgang, so halbscharig gestalten und halbscharig programmieren, aber irgendwie von beiden nichts gescheit. Deswegen habe ich mir im Prinzip dann alles selber beigebracht. Dann war ich 6-7 Jahre in einer Internetagentur, habe dann gewechselt zu meiner aktuellen Arbeitsstelle. Das ist ein Sportgeschäft und da bin ich hauptsächlich zuständig. Die Betreuung und Verwaltung und Dingsbums und hier und da für unseren Online-Job. Bin natürlich aber auch fürs Geschäft da. Wir haben dann zeitgleich, wie ich zu der Firma gewechselt habe, einen Skate-Job eröffnet. Was jetzt da noch ganz wichtig ist, was ich da dazu habe, bei mir leider aber nicht zuhören, wenn ich was sage. Nicht zuhören, wenn ich was sage. Fix! Mare, hol ein Stauern noch einmal. Es ist wahrscheinlich keine Raketenwissenschaft, jetzt außer zu finden, wo dieses Sportgeschäft sich befindet. Weil wie groß ist schon fucking Landau und wie viele scheiß Sportgeschäfte gibt's da? Was ich sagen möchte, ist folgendes. Falls jetzt da jemand auf die Idee kommt, wo leck geil einen Bürger besuche in seinem Geschäft, dann ist das eine schlechte Idee. Warum? Weil ich am Online-Shop und in den Bürokatakomben arbeite. Das heißt, ihr könnt mich nicht besuchen. Und falls ihr dann kommt und möchtet mich besuchen, dann mag ich nicht, dass ihr enttäuscht wieder gehen müsst. Ist nämlich alles schon ein paar Mal in den letzten 2 Monaten nämlich vorgekommen. Nächster. Fabian Gemitrick schreibt: Wenn du dich zwischen einer Gasmaß und 2 Weizen entscheiden müsstest, was würdest du nehmen? Warum schreiben denn eigentlich immer alle Weizen? Und was zum Teufel ist diese Gasmaß? Nächster. Winnie Whistle, und hast du wenigstens dein Buch zu Ende lesen können? Mein Bier, hey! Gott,
Nein, nicht mehr ansatzweise, sag ich dir ganz ehrlich. 1,5 Kapitel habe ich gelesen. Das war's dann. Der nächste, der Barbarian Gamer. Greiz, was ist das für eine Hintergrundmusik? Seriously? Nächster. Julia Gold, habe die Ehre, servus, schön, dass du wieder da bist. Oh, that cuteness overload. Also meine Frage, was war die höchste Promillezahl, wo bei dir jetzt gemessen worden ist und wer hat dir davon verzeiht? Ich denke jetzt mal, du kannst dich selber nicht mehr erinnern. tatsächlich kann ich mich das schon noch erinnern, da ich aus unerklärlichen Gründen relativ selten extreme Füllenberisse habe. Und zwar war das im Bayerstorfer Volksfest, da habe ich gemeint, da haben wir relativ spät hingekommen und dann habe ich gemeint, so Herr Bürger, du musst jetzt da quasi einen Rausch aufholen, das kennt mit Sicherheit jeder, du kannst ja nicht nüchtern in lauter Besuch von den Volldeppen einhocken, da kriege ich instant einen Schlaganfall. Das meine, jetzt bin ich schon blöd, aber Besuch von einem Sauhaufen, dann kriegst du, weißt du das eh. Dann habe ich mich an die Bar hingestellt, weiß ich noch, und hab der nicht, weil da war ja einer nüchtern, und dann bin ich zu der netten Bardame hingegangen und hab's gefragt, du, was muss ich, weil ich mir denke, da müssen wir jetzt einen Schnaps einlenken, das geht schnell, was muss ich zahlen oder ist das möglich, wenn jetzt du da einen Bacardi Cola machst und nur einen Bacardi Cola machst, aber aus dem einen Bacardi Cola einfach das Cola weglässt und schützt es da dazu, ist das möglich? Die nette Dame hat natürlich gesagt, na freilich ist das möglich, aber kostet genauso viel wie zwei Bacardi Cola, aber ich denke, das ist mir jetzt wurscht. Und dann habe ich halt eingesoffen, das kann ich natürlich nicht mehr sagen, wie viel, da auf welche Zeit, aber es war mit Sicherheit nicht viel Zeit, weil wir mit ziemlich bald Richtung Burgkeller gegangen, das ist so ein kleiner Mini-Bunker in der Nähe. Da bin ich dann, da habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt erzählen soll. Dann hat mich ein Freund dazu ermutigt, dass ich jetzt das Stoppscheitel, das da steht, ausreiße und damit die Stauern vermöbelt, weil die Stauern sind böse. Klein Bürger im absolutären Vollrausch geht natürlich her, nimmt das Stoppscheitel, reißt es aus diesem professorischen Ständer aus und vermöbelt damit die verdammten Stauern. Soweit so gut, nichts passiert, aber dann Fahrt und Kurven, ein Auto rum. Das sieht man natürlich, weil der Öl ist auf Stockfinster und Kinderlicht. Alles klar, in meinem Augenblick habe ich gesagt, Fakt, es ist grün. In meinem, weiß ich nicht, instinktiven Dasein habe ich mir gedacht, fuck die Scheiße, Stoppscheitel am Boni fallen lassen und einen Vollsprint hingelegt, wie noch nie in meinem Leben. Klick, das der Bürger hat, sitzt in diesem Polizeiauto, es war dann tatsächlich ein Polizeiauto, sitzt ein sehr junger, engagierter Polizeimann und der ist mir natürlich ausgestiegen, ist mir straight neu gelaufen. Dann hat es mich erst einmal Vollgas gestrahlt. Und das kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. Da bin ich am Boden gelegen, da habe ich auch ein ziemliches Loch in der Hand gehabt, weil ich mir da einen Stor eingerennt habe und dann kommt der Herr Polizistenmann, der war super nett und super freundlich und sehr zuvorkommend, ich habe mit einer riesen Tracht Prügel gerechnet. Dann ist halt das Prozedere losgegangen. Und durch diese Geschichte kann ich mich da so gut drüber erinnern, es waren 2,6 Promille. Ja. Der Martin Erbinger schreibt, wie gehst du eigentlich mit Leid um, die auf ein Volksfest gehen und da nicht so gern was trinken? Schiebst du dir ein bisschen oder was machst du da? Ich glaube, ich war noch nicht ein einziges Mal in meinem Leben in einem Volksfest, wo ich nichts getrunken habe. Die darfst du nicht anmalen und nichts zu denen, ich muss zu Fleiß nicht sein, weil das kann deine kostenlose Heimfahrgelegenheit sein. Nächster, der Sebi Piper, wie stehst du zu Drogen, egal ob legal oder illegal? Holy shit, oh, was soll ich dazu sagen, ohne was falsch zu sagen? Da geh ich jetzt aber schwer davon aus, redst du von Nikotin und Alkohol. Solange es nicht krass face regelmäßig, ist es in Ordnung. Beim Rauchen, da bin ich vor meinem früheren Ich stehe, da wo ich mir die erste Zigarette anziehe. Da ich gerne daneben stehe, da hat mich so lang bockfutzen, dann hau ich da 10 aus, das war gut. Drogen illegal. So, wie verzeih ich jetzt das, ohne dass ich was falsch sage? Fangen wir mal mit der Raucherei an. Braucht man keiner verzeihen, dass jemand, der, ich sag jetzt mal, 16., 17., 18. Lebensjahr erreicht hat, noch keinen Kontakt damit hatte. Brauche ich keinen verzeihen, dass ich ihn damit nicht hatte, weil er jeder bis auf 3 Kilometer rührt hat, dass ich liege. Ich finde, alles, was dann übers Raucher hinausgeht, oder vieles, das meiste, was übers Raucher hinausgeht, da bin ich schwerstens dagegen, dass du diese Erfahrungen machst, wenn du noch nicht ein gewisses Alter und eine gewisse, das hört sich jetzt voll kitschig, weil eine gewisse Erfahrung mit diversen Sachen hast, mit diversen Sachen, meine halt Alkohol, Saufen, die unter Kontrolle halten und so weiter. Über ein gewisses Alter hinaus muss das für mich jeder selber wissen. Ja? Ich habe sehr viele Freunde und Kumpels und Bekannte an Dingen darüber hinaus völlig irre werden lassen, werden sehen und die sitzen heute so da. Gott, dass sie sich nicht selber absäufern. Ziemlich schwieriges Thema. Ab einem gewissen Alter soll jetzt jeder selber wissen. In jungen Jahren bin ich eigentlich nicht dafür, dass jemand in Kontakt mit so einem Shit kommt.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann haben wir es eigentlich eh schon beieinander. Ich hoffe, das ist jetzt lang und jetzt kurz geworden. Ich hoffe, euch interessiert die ganze Scheiße, sonst seht ihr wahrscheinlich nicht. Selbstverständlich könnt ihr mir weiterhin Fragen stellen. Der nächste Stammtisch Mittwoch ist ja im quasi nächsten Mittwoch. Was mir noch ganz wichtig ist, in dem letzten Video habe ich vielleicht dazu vergessen zu sagen, dass das nicht heißt, dass jeden Mittwoch mit Gewalt ein Video kommt. Ja? Aber wenn der Stammtisch Vollbier-Squad schieß mich tot wieder kommt, dann könnt ihr am Mittwoch. Für nächste Woche habe ich eventuell sogar schon ein Thema. Was das für ein Thema ist, verrate ich aber erst, wenn das Video da ist. Da bin ich gespannt drauf. Das war wirklich die geilste Scheiße, wenn das wirklich passiert. Schauen wir mal, ob es kommt. Ansonsten gibt es übernächste Woche oder wenn es dann soweit ist. Und ansonsten gibt es mir recht viel zum Sagen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine fröhliche, schöne Zeit. Habt euch eine. Ich schleiche mich jetzt wieder. Habe die Ehre.